So, jetzt machen wir den Catch. Noch 637 Kilometer oder so ähnlich. Mal schauen. Ich denke mal, es geht da links da. Okay, bis gleich. So, da bei dem Baum war der. Aber mit Bedacht suchen. Die Ameisen sind da gerade am werkeln und ich glaube, die möchten nicht gestört werden. Aber wenn man mit ein bisschen Bedacht sucht, vor allen Dingen, wenn man den Hint liest, der ist sehr wichtig, dann dürfte es keine Probleme geben. Also ich hatte auch erst aufgegeben, weil ich den nicht stören wollte, habe dann den Hint gelesen, denke, ah, alles klar, das geht dann mal so. Ne? So, dann auch ein bisschen hier den rein. Hier ist der Drachenfels. Ja, schöne Gegend. Ganz hinten, jetzt man den sieht, ist ein Campingplatz. Hier kommt schon der, ich sehe beinahe gesagt, große Kutter. Ah, ihr wisst schon. Okay, dann suchen wir mal den nächsten. Bis später. So, jetzt sind wir bei Oberwinter. Und der Cache ist noch 137 Meter entfernt. Dann schauen wir doch mal. Ja, immer da. Was für ein scheiß Müll hier liegt. Scheiß Papier und sonst was alles. Wenn die Benau nicht da war, ist richtig schön. Zwölf Meter. 8, 7, 6, 5, 4. In der Mitte. Kann man ja eigentlich nur so draufhauen, dann kommt er raus. So, also dann werde ich mal locken. Bis später. So, den Cage hatte ich jetzt gelockt. Und jetzt gehen wir zu einem, den ich schon mal angegangen bin, aber nicht gefunden habe, weil zu viel Wasser da drin stand. Aber ich war echt erstaunt oder erschrocken, besser gesagt, als ich gelesen habe, wann ich den gelockt hatte, als ich ihn nicht gefunden. Das war 2014, 6 Jahre her. Ich hätte wetten können, das wäre 6,5 sogar mittlerweile. Ich hätte wetten können, das wäre höchstens 3 Jahre her oder so oder 4. Noch keine 6, da kann man mal sehen, wie die Zeit vergeht. Wahnsinn. Jetzt sieht man mal wieder, man sollte nichts aufschieben. Nicht immer alles auf später, mache ich später, mache ich später. Man sieht, wie, also jetzt nicht nur aufs Geocaching bezogen, sondern generell. Freunde besuchen, Bekannte, Verwandte besuchen und all sowas. Man sollte es nicht verschieben. Man weiß nie, ob und wann man nochmal die Gelegenheit hat. Ja, es wird schon ein wenig duster. Da hinten steht das Cage-Mobil. So. Okay, wenn ich muss unter die Brücke durch, dann melde ich mich wieder. So, Bonn, 19 Kilometer. Da wollen wir jetzt nicht hin. Hier, über uns ist die B9. Wir müssen da vorne rum. Ich
glaube ich, hier Pech haben. Das sieht nach Angler aus. Ich glaube, die bleiben da was länger. Ich pack die Kamera mal weg. Mal gucken. Schauen wir mal. Ich bin nochmal durchgelaufen. Und ich war, wie gesagt, auch auf der anderen Seite nochmal von der Brücke. Aber warum versteckt man den nicht hier? Das wäre doch geil. So, wenn ich falle, dann seht ihr mich. So. Och, nee, das geht ja nicht ganz gut. Sprach er und fiel ins Wasser. Das sieht zwar alles sehr schön aus. Das sieht ja schön aus, aber das Problem ist, diesen Cage, der ist wieder mal weg. So. Ich will nicht wundern, das ist hier keine Action Pro oder so. Das ist ein Panasonic mit Digitalkamera. Videokamera meine ich. Nee, dachte gerade. An dieser Brücke soll er sein. Ich habe ihn auch schon mal gefunden vor 6 Jahren. Habe ich ja eben erzählt. Er ist aber nicht mehr eine Dose, sondern jetzt nur noch ein Mikro. Und ich weiß nicht, ob der noch da ist, weil es ist hier alles vollgeschissen. Also ich mag gar nicht großartig suchen. Auf der anderen Seite war ich eben auch. Und zwar hatte ich gedacht, vielleicht ist ja da was. Das sah so aus. Ist es aber auch nicht. Und ich finde ihn diesmal nicht. Also, entweder ist er gemuggelt. Oder ich bin zu doof. Hier oben liegt ein Stein. Aber dahinter ist er nicht, habe ich schon geguckt. Damit verabschiede ich mich mit einem schönen Ausblick über den Rhein auf die andere Seite. Ich würde sagen, nächste Woche oder irgendwann sehen wir uns wieder, dann geht es nochmal los. Das schöne Wetter muss man ja ausnutzen, auch wenn es schon fast zu warm ist. Und ja, bis bald. So, und dann schöne Grüße an Outdoor mit Sebastian. Sebastian, hier ist deine Lieblingsstrecke. Kennst du sie? Wir kennen sie alle. Die Todesstrecke. Gut, okay. Tschüss Leute, bis die Tage. Bis dann.